Ja, ich würde sagen, am Ende muss man fast zufrieden sein. Ich denke, nach dem Spielverlauf hätten wir einen Tick eher den Sieg verdient gehabt. Wir haben viele Chancen gehabt, wo wir dann am Ende vielleicht auch nicht gut bis zum letzten Pass ausgespielt haben. Aber wenn man in der ersten Halbzeit den Pfostenschuss von Würzburg sieht, dann denke ich, müssen wir am Ende mit dem 0-0 zufrieden sein. Ich denke, wir haben wieder hinten sehr gut gespielt, sehr gut verteidigt auch. Das sieht man ja auch heute, dass die 0 gestanden hat. Haben den Gegnern auch keine großen Chancen zukommen lassen, außer jetzt in der ersten Halbzeit, wo der Pfostenschuss war. Ansonsten haben wir sehr kompakt gestanden, haben den Gegnern wenig Räume gegeben. Und das haben wir in der Defensive schon gut gemacht. Ich denke, wenn man vor allem die zweite Halbzeit sieht, wären die 3 Punkte für uns verdient gewesen. Natürlich haben auch die Kickers in der ersten Halbzeit eine riesen Chance gehabt. Aber ich denke, insgesamt waren wir doch das bessere Team. Und ja, es ist natürlich schade, dass wir die 3 Punkte nicht mitgenommen haben. Aber ich denke, wir können auch mit dem Punkt gut leben. Wir haben auch nach vorne hin, finde ich, ganz gute Ansätze auch wieder gehabt und gute Möglichkeiten auch gehabt, die wir uns gut rausgespielt haben. Da hat dann im Endeffekt so ein bisschen das kleine Quäntchen Glück vielleicht gefehlt, dass der Ball noch reingeht. Insgesamt fand ich aber, dass wir das Ganze wieder flüssiger gespielt haben als jetzt gegen Groß-Asbach. Da hat es noch ein bisschen gehapert, aber heute haben wir uns mehr Chancen rausgespielt und dann ist halt leider kein Tor gefallen. Das ist ein Aufsteiger, der hoch ambitioniert ist, der in die zweite Liga will, wo wir mal in 2-3 Jahren schauen wollen, wo sie sind. Und heute war es aber so, glaube ich, dass wir ein sehr gutes 0-0 gesehen haben, die Zuschauer, wo wir einfach hätten die Nase vorne haben müssen. Und die Chancen waren da. Ich glaube, Wolnikowski hat wirklich einige Male pariert. Vielleicht hätten wir auch in der einen oder anderen Situation ihm keine Chance lassen dürfen. Und wenn ich dann an die Chancen des Gegners denke, war die eine sehr gute Chance, der an Pfosten prallte, natürlich da. Und ansonsten, denke ich, hat Lomb einen relativ ruhigen Nachmittag gehabt. Das Tor wollte nicht rein. Wenn wir das 1-0 machen, bin ich mir sicher, dann bringen wir das Ding über die Bühne. So müssen wir halt mit dem Punkt leben und müssen dann nächste Woche auswärts den Dreier wiederholen.